Mathe, liebe Freunde, wie ihr es schon im Videotitel gelesen habt, heute geht es an ein Differential. So, die ein oder anderen kennen sich damit aus. Ich habe mich jetzt auch schlau gemacht, hatte jetzt genügend Zeit. Ich habe jetzt 2 Wochen drauf gewartet und endlich ist das Differential da. Den Rost sieht man dann wenigstens in dem braunen Teppich nicht. Ja, auf jeden Fall ist es wichtig, dass ich das hier mache. Kann es jetzt aktuell nicht in der Halle machen, kann ja schlicht, wenn ich krank bin, jetzt halt in die Halle fahren, auf jeden Fall. Was ich machen kann, ist euch zu erklären, wie man mit 200 Euro ein 316i umfasst, grob über den Daumen geschlagen, 25% schneller machen kann, ohne was an der Motorleistung zu machen, weil an sich ist ja Motor, Getriebe, das macht ja an sich ein Auto schnell. Du kannst ja 5000 PS haben. Okay, na, dann wird das Auto trotzdem schnell sein, aber gerade einen Verbrenner, der im unteren Drehzahlbereich keine Leistung hat und keinen Drehmoment hat, gerade als Sauger oder ein extrem aufgeladener Turbo, der hat unten rum auch keine Leistung, da ist die Getriebeübersetzung eben wichtig, um schnell auf Drehzahl zu kommen oder generell. Ne? Wir haben in unserem 316i dieses selbe Differential- und Getriebekombination verbaut wie in unserem oder in meinem 320i 6-Zylinder. Mit dem kann ich 230 km/h Spitze fahren. Und dann ist er voll im Grenzer drin. Und seit ich meinen Heckspoiler in meinem 316i drauf habe, fahre ich höchstens nur noch, wenn ich 10 Kilometer, höchstens 180. Wenn wir unser Auto schneller machen wollen oder schneller beschleunigen lassen wollen, ohne die Serienleistung zu ändern, dann haben wir die Möglichkeit, am Getriebe was zu ändern, an den Zahnrädern was zu ändern. Das können die wenigsten. Im Getriebe war ich an sich in der Berufsschule immer mit einer der Besten. Und man kann sich anhand der Zahnräder und eine Übersetzung zusammenstellen, aber ich möchte jetzt nicht am Schaltgetriebe was tun, sondern am Differential. Das ist jetzt das kürzeste Differential, das jetzt hat, außer am M42 an allen Automatik-Vierzylinder verbaut worden ist. Das ist jetzt ein 4,44er statt ein 3,45er Differential. Das ist einfach, das beschreibt das Verhältnis vom Kegelrad zum Tellerrad. Ich habe nämlich da hier schon mal was vorbereitet, um auch das Übersetzungsverhältnis mal deutlich zu machen. Wir haben hier, ich habe hier eine Markierung drauf getan, aber wichtig ist, dass ihr diese Markierung seht. Ich drehe das Ganze jetzt 4,4 Mal, damit das hier sich einmal dreht. Beim 3,45 Differential müsste ich das Ganze nur 3,45 Mal drehen. Also, jetzt habe ich es einmal gedreht. Zweimal gedreht. Dreimal gedreht. Viermal gedreht. Es ist immer noch nicht ganz oben in der Mitte. Jetzt drehe ich das Ganze um die. So. Das ist der Strich hier. Also nicht ganz unten. Aber oben, damit kann man auch sehen, ob das wirklich jetzt die Differentialübersetzung ist, die man haben möchte. Das ist jetzt, wir haben gesehen, ich muss 4,4 mal drehen, damit das Ganze sich hier eben einmal dreht. Das heißt, der Motor muss extrem viel in das Differential reinarbeiten, bis sich überhaupt das Rad einmal dreht. Das heißt, der Motor kommt extrem schnell auf Drehzahl. Es gibt Leute, die haben das schon ausprobiert und ausgemessen mit Prüfgeräten und so weiter. Mit dem 5-Gang-Getriebe und dem Differential schafft das Auto nur noch 170 km/h. Also das Auto wird im Prinzip in der Höchstgeschwindigkeit extrem langsamer.
aber dafür, dass der Motor viel schneller auf Drehzahl kommt, entfaltet er viel schneller seine Leistung und damit kann er viel schneller beschleunigen. In dem Fall, ich mag jetzt nicht ausrechnen, wie viel Prozent es sind. Also die Steigerung, ich schätze mal 20, 25%, ist es schon kürzer übersetzt. Und dementsprechend würde er auch schneller in der Beschleunigung von 0 auf 100. Weil der dritte Gang geht ja normalerweise bis 130 km/h. Mit dem geht das Ganze bis 101 km/h und dann geht er in den Begrenzer rein. Gut, das heißt, wir machen uns aus einem 316i, wenn wir jetzt 14,4 Sekunden in unserem Beschleunigungsvideo hatten, davon 25%, sagen wir 14 Sekunden, ein Viertel von 14 Sekunden sind 3,5 Sekunden. 3,5 Sekunden ziehen wir dann von den 14,4 ab. Dann haben wir 10,9 Sekunden und damit beschleunigen wir fast so schnell wie ein 318iS und fast so schnell wie ein 320i. Ja, das ist schon Beschleunigung, die dann einwirkt. Und das für 200 Euro kann man machen. Wir müssen auch überlegen, das wird irgendwann kein Low-Budget-Projekt mehr. Auf jeden Fall, wenn das Ding lackiert ist, nennen wir das Ganze anders. Schauen wir mal. Assi-Projekt oder ja, Assi-No-Performance-Projekt. Ja, schauen wir mal. Gut, man könnte jetzt zum Beispiel, wenn er nur 170 km/h dann fährt, wenn man jetzt zum Beispiel die Motordrehzahl erhöht, weil man scharfe Nockenwellen hat und einen Fächerkrümmer und einen 200 Zellen hat, kann man die Motordrehzahl erhöhen von 6,5 auf 7,2 und dann rennt er trotzdem wieder seine 200. Aber bloß dann wesentlich schneller. Gut. Wir schnallen das Ding dann später, wenn es mal wieder gut geht, rein. Ich habe den Martin schon mal einmal so fahren lassen und er hat damals noch nicht gewusst, was reinkommt. Ja, mittlerweile weiß er es. Und ich schneide mal rein, wie wir jetzt dann mal fahren. Und dann würde mal die ich und der Martin, wir werden dann mal die neue Beschleunigungswunder in unserem 316i mal bestaunen. Ja. Ach ja, was noch wichtig zu wissen ist, die kleinen Gehäuse, die halten nur bis 250 Newtonmeter aus. Ich habe es schon geschafft in meinem 320i, der ja auch das kleine Gehäuse drin hat. Habe ich es auch schon geschafft, jetzt bevor ich dann eingewintert habe. Bei der letzten Fahrt habe ich es geschafft, das Differential zu schrotten. Also mit mehr Leistung als ein Vierzylinder oder 320i ist schon, hat eigentlich nur 200 Newtonmeter. Aber wenn man da Kupplung kommen lässt und dann meint, jetzt gibst du der Drecksau auch nochmal eine ordentliche Schelle, das sagt auch das Differential irgendwann, nö, danke, ich mache nicht mehr mit. Ciao. Ja, also ist es auch original mit den Vierzylindern verbaut worden und wenn man jetzt seinen 325er, 328er oder M3, das zerfetzt hier und ich glaube, das sagt der TÜV auch nö, wenn er sieht da, das kurze kleine Differential, das mache ich nicht, trage ich nicht ein. Ja. Und dann schauen wir auch mal, wie sich der Spritverbrauch ändert, weil ich ja jetzt generell immer mit höheren Drehzahlen fahre. Aber da ich mit höheren Drehzahlen fahre, habe ich ja auch mehr Leistungen im Moment anliegen bei geringerer Geschwindigkeit, wodurch ich auch weniger Gas brauche. Da bin ich echt gespannt, was wir dann auch an Sprit verbrauchen. So, gut. Genug gelabert. Jetzt wird gemacht. Bin gerade unterwegs hier mit Martin. Ich glaube, auf meinem Kanal ist wahrscheinlich eher dein Auto zu sehen. Das gibt's. Hat er jetzt schon mittlerweile komplett restauriert, selber lackiert. Trotzdem fährst du heute noch mal mit meinem. Er weiß ja gar nicht, was ich euch jetzt wahrscheinlich schon im
vorhinein gesagt habe, was in den hier reinkommt. Und da bin ich mal gespannt, ob er redet, was er sieht. Und ob er Unterschied merkt. Bestimmt nicht. Was? Bestimmt nicht. Ein Unterschied? Ja. Natürlich ist er. Aha, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest, ne? Dann hat das kleine Kackfass hier keine Chance mehr. Hier mit deinen 115 PS und 1000 Kilo. Nicht mal triggern kannst du den da hier. So, dann lassen wir mal hier den Hans Kasper das fahren und austesten, ob mein 316i schneller geworden ist. Der soll sich erstmal an das Auto ein wenig gewöhnen, damit er auch wirklich einen Vorher-Nachher-Unterschied merken kann. Ja. Hans Kasper mit dem hässlichen Mazda wird kein Mensch kaufen. Tricksteil. Ja, da ist der Rückwärtsgang. Typisch VW-Fahrer. Wo ist denn der Rückwärtsgang? Typisch VW-Fahrer, ich war von Mazda gewohnt, dass der am Arsch der Welt ist. Da ist, wo der sechste Gang ist. Den du nicht hast. Richtig. Das Auto hat eh gar nichts drin. Fahr halt da vorne einfach raus, oder? Ja. Und sagen, was sagen sie zu der Serienbeschleunigung von dem? Das ist ja der Hammer. Jetzt durchdrücken bis zum 7000. Bin ich schon. Voll auf Stempel, da geht nichts. Ja, okay, hier 60, ne? Fahr ich doch. Ah, stimmt. Fühlt sich schon auf dem Beifahrersitz immer schneller an. Hast hier, glaube ich, jetzt die langsamste Route, jetzt 50. Vielleicht ist 30. Dein Ernst? Nein. Es schaffen sogar Leute noch hier durch. Leute durchzublenden mit ihren. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen. Ne? Ich weiß nicht warum. Ich bin immer absolut verliebt in das Armaturenbrett vom E36. Du kannst durchlatschen. Ja, wenn vor mir ein Auto fährt. Ja, latsch durch. Mach ich auch immer. Immer im Kofferraum, ne? Richtig, ich bin BMW-Fahrer. Vollgas. Welche Möglichkeiten haben wir denn zur Leistungssteigerung? Wie macht man Auto alles schneller? Ja, das Einfachste ist eigentlich einmal Turbo oder Kompressor. Mhm. Chippen, je nachdem. Mhm. Kannst was bringen oder einfach. Na, hier geht. Habe ich schon mal ein Video gesehen, da hat auch einer 1 PS und 5 Newtonmeter durchs Chippen rausgeholt. Bei meinem Coupé habe ich sogar nichts rausgeholt, aber wenigstens 20 Newtonmeter. Also. Ja, Newtonmeter sind auch was. Das ist nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall. Naja. Was gibt's noch? Ja, halt klassisches Saugertuning. Ansaug, Abgas verändern, Nocken, aufbohren. Wenn du 200 Euro hättest. Anderer Motor. Oh. Oh. Auf jeden Fall, er kommt nicht drauf. Jetzt nimm hier den Kreisverkehr quer. Ja, genau. Wenn du willst, dass ich dein Auto irgendwo in die Ecke schmeiß. Hm. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich kann nicht Auto fahren, aber. Ich bin halt bis jetzt hauptsächlich Front-Tripler gefahren. Ja. Mir fehlt noch ein bisschen die Übung mit Heck-Tripler, aber ich lerne ja dazu. Richtig. Ja. Und zurück zum Studio. So, da haben wir unsere kurze Stiff. Da habe ich auch nochmal Öl geholt. Leider kann man nicht 1,1 Liter bestellen. Deswegen habe ich jeweils 2 Liter Differential- und Getriebeöl geholt, weil ich tue dann gleich auch nochmal das Getriebeöl vorne tauschen. Dann ist alles wieder frisch. Das hat jetzt ja dann nochmal mit den Schräubler und so weiter, hat das jetzt auch nochmal 50 Euro gekostet. Also für das heutige Video 250 Euro. Raus macht es schnell. Die beiden Schrauben, die Wellen
müssen weg. Hier die Wellen. Und dann vielleicht noch die Stabis lösen, damit man wenigstens hier an die Schraube rankommt. Und dann ist das Ding draußen. Dann legen wir mal los, ne? Das kurze Diff ist an sich ja auch optimal. Für beispielsweise Drifter, wenn das geschweißt ist, dann kriegst du einen 316i quer. Aber an sich ein kürzeres Diff reinschmeißen, sehe ich an sich nur an einem 316i logisch. Der wird niemals auf seine 220, 230 km/h kommen, wo das ganze System hier ausgelegt ist. Und vielleicht kann man es noch bei einem 3 Liter M3 machen, dann ein kürzeres nehmen und dafür noch ein 6-Gang-Getriebe einbauen, damit es das wenigstens ausgleicht, aber ja wenigstens schneller beschleunigt. Aber trotzdem noch dieselbe Endgeschwindigkeit hat, wegen dem 6. Gang. Draußen ist das alte, jetzt das neue rein. Wobei hier jetzt Öl ausgelaufen ist, vielleicht sollte ich vorher schon Öl ablassen und tauschen bei dem Ding hier. Diff ist drin, Getriebeöl ist gewechselt und tada, das ist das Ersatzdiff jetzt für mein Coupé. Das ist nämlich absolut Taco und den habe ich jetzt halt hoffentlich schneller gemacht, den Bock hier. Aber leider jetzt hat er Werkzeug von Martin geschrottet. Fahre ich gleich mal Probe mit ihm. Kauf mal Werkzeug, schau mal, wie es fährt. Schauen wir nochmal an, ob alles passt soweit. Und dann machen wir mal eine kleine Zeitentest fort. So, ich habe leider meine GoPro nicht mehr, habe ich verkauft, weil ich Geld gebraucht habe. Aber wir wissen, mit dem 5-Gang-Getriebe schaffen wir im 3. Gang genau 101 km/h. Und da ich jetzt, das war gemessen mit 16 Zöllern, stand der auch auf der Tabelle da. Ich blende es nochmal ein. Jetzt habe ich 17 Zoll. Jetzt ist der Abrollumfang des Rads größer. Das heißt, Beschleunigung ist minimal schlechter. Dafür ist die Höchstgeschwindigkeit ein bisschen größer. Würde man jetzt kleinere Räder nehmen, wäre die Beschleunigung besser, aber die Endgeschwindigkeit geringer. So. Probieren wir mal Ganze aus. Also wir messen von dann, wann sich das Auto bewegt, bis wir im 3. Gang im Begrenzer sind. Dann haben wir 100% 100 km/h. Zu toppen sind 14,4 Sekunden. Alles, was schneller ist, hat das Diff Wunder gewirkt. In den unteren Drehzahlen übelst viel Gas gebraucht hat, um überhaupt auf 60 zu kommen. Und jetzt hat, dadurch, dass er die höheren Drehzahlen hat, so viel einfacher für das Auto auch. Jetzt bin ich bei 40 km/h, 5. Gang. Das hat er vorher nicht geschafft. Das kann er da einfach easy hochbeschleunigen. Ah! Das kurze Diff tut ihm richtig, richtig gut.
wie weit du kommst? Mit was? Mit dem Gerüst. Du doch nicht. Ha? Du bist doch mit nix fertig. Ich verstehe kein Wort. Blablabla. Ah, mir fällt was ein. Geh weg. Brauchst noch einen Arschtritt. Ich bin hier gut. Ja? Ich bin ja schon am Schneiden, nur Zeit und ich will ja auch ein bisschen was verbessern. Ich will ja nicht auf demselben Stand bleiben. Mhm. Hallo? Hallo? Gehen Sie mal weiter. Hast du Angst, dass ich den Arschtritt verpasse? Genau, nicht dann die Treppe runterfliege. Also ich muss echt sagen, dass mir jetzt das Fahren mit dem Diff echt gut, also wirklich gut, gerade auch bis 80 km/h gut gefällt. Also darüber hinaus könnte er vielleicht noch einen 6. Gang gebrauchen, aber erwischt. Ich bin jetzt, der halbe Tank ist jetzt laut Anzeige leer. Ich bin schon über 400 Kilometer gefahren, also Spritverbrauch hält sich eigentlich gleich. Damit sind auch die Schadstoffemissionen wie vorher. Aber der erste Gang ist wirklich nur zum Anfahren. Kein Thema. Da geht ja gar nichts. Das wollte ich jetzt nicht hören. Aber mach erst mal den Motor warm, ne? Ja, ja. Kannst du dann kurz stehen bleiben vom ersten? Macht dir schon fast Spaß. irgendwie fühlt er sich jetzt schon ein bisschen sportlicher an, oder? Ja. Also so lahm wie er vorher war, ist er nicht mehr. Also. Selbe Leistung. Eigentlich macht es nur der erste Gang aus, wo er wirklich so schnell hochdreht. Mhm. Und dann ist er eigentlich immer im selben Leistungsbereich wie vorher. Ja. Aber dadurch, dass er auch so schnell schalten muss, fühlt er sich einfach schneller an. Ist er aber nicht in dem Sinne. Aber schön, dass du grinsen musstest beim Bester Beweis, dass es was gebracht hat. Ja. Stoßt auf der Teststrecke hier. Ja. Alle 2 Meter. Aber da sehen Sie wieder, dass meine Abstimmung sportlich komfortabel ist. Rückmeldung aber trotzdem euch. Und jetzt hau das Ding in die Kurven mit Vollgas. Scheiß auf ABS haben wir nicht. ESP haben wir nicht. Oh, ABS haben wir. Da kann ich doch gar nicht Auto fahren. Nee. Sag ich, kann ich Auto fahren. Sportlichkeit. 316i, Freude am Fahren! Ah. Oh, Leistung! Nocke! Wir brauchen eine Nocke! Ja, und dazu wollte ich dann noch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben da. Einen Daumen oben da? Oben da, ja. Also, mir taugt's, Martin scheint's auch zu taugen. Aber er hat immer Spaß am Fahren. Ja, gut. Ja. Modifikation spürbar was gebracht. Ja. Wir sehen uns. Servus, Leer. Adi. Der da auch noch. Tschüss. Sehen wir noch ein Video von dir? Ja. Ich bin dabei. Okay. Darf ich dein Mazda filmen? Inwiefern? Einfach mal dein Auto vorstellen von dir selber mit. Hier vor dem Auto und dann. Freilich, ja. Ja, dann wissen wir, was wir nächste Woche zu tun haben. Ne? Servus, Leute.